Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, die Gelegenheit zu haben, in dieser herausragenden Reihe von Vorträgen, die eine fast vergessene Perspektive in die philosophische Debatte der Gegenwart zurückbringen, nämlich die kosmologische Problematik des Menschen als dem weltschaffenden, aber sich auch in einer Welt vorfindenden Tier einen Beitrag liefern zu dürfen, bei dem ich mich auf Überlegungen stütze, die ich in meinen Publikationen des letzten Jahrzehnts entwickelt habe. Ich habe die folgenden Überlegungen unter fünf Überschriften zusammengefasst, die jeweils für sich wie ein längerer Aphorismus gehört werden könnten. Der erste Abschnitt steht unter der Überschrift Entgrenzung ins Außen. Der zweite, ganz kurz, unter dem Stichwort Explikation. Der dritte, unter dem Begriff Kränkungen. Der vierte unter dem Titel von der geschlossenen Welt zum unendlichen Universum und der fünfte und letzte über den Sinn des ungesprochenen Satzes, die Kugel ist tot. Das Denken der Neuzeit, das sich so lange unter dem naiven Namen Aufklärung und dem noch naiveren Programmwort Fortschritt vorstellte, zeichnet sich durch eine wesentliche Bewegtheit aus. Denn wo immer es seinem typischen Vorwärts folgt, vollzieht es den Durchbruch des Intellekts aus den Höhlen der humanen Illusion in das nichtmenschliche Äußere. Nicht umsonst steht die Wende der Kosmologie, die nach Kopernikus benannt ist, am Anfang der neueren Erkenntnis- und Enttäuschungsgeschichte. Sie hat den Menschen der ersten Welt den Verlust der kosmologischen Mitte eingetragen und in der Folge ein Weltalter progressiver Dezentrierungen auf den Weg gebracht. Vorbei ist es von da an für die Erdenbewohner, die alten Sterblichen, mit allen Illusionen über ihre kosmische Schoßlage, mögen solche Ideen auch wie angeborene Täuschungen an uns haften. Mit des Kopernikus heliozentrischer These beginnt eine Serie von Forschungsaufbrüchen ins menschenleere Außen hin zu den unmenschlich weit entfernten Galaxien und den spukhaftesten Komponenten der Materie. Der neue kalte Hauch von draußen wurde früh verspürt und auch einige von den Pionieren des revolutionär veränderten Wissens über die Lage der Erde im All haben ihr Unbehagen in der zugemuteten Unendlichkeit nicht verschwiegen. So erhebt selbst ein Kepler Einspruch gegen Brunos Doktrin vom unendlichen Universum mit den Worten, dass gerade diese Überlegung, ich weiß nicht welchen geheimen verborgenen Schrecken in sich trägt. Tatsächlich irrt man in dieser Unendlichkeit umher, die Grenzen und Mittelpunkt und daher jeder feste Ort abgesprochen werden. Den Ausbrüchen ins Äußere folgen Kälteeinbrüche aus den kosmischen und technischen Eiswelten in die menschliche Binnensphäre. Seit dem Beginn der Neuzeit muss die Humanwelt in jedem Jahrhundert, in jedem Jahrzehnt, in jedem Jahr, an jedem Tag es lernen, immer neue Wahrheiten über ein nicht auf den Menschen bezügliches Außen hinzunehmen und zu integrieren. Vom 17. Jahrhundert an breitet sich, beginnend mit den europäischen Bildungsschichten, dann zunehmend in den informierten Massen der ersten Welt, die neue psychokosmologisch relevante Empfindung aus, die Menschen seien von der Evolution dieser indifferenten Göttin des Werdens nicht persönlich gemeint. Bei jedem Ausblick in die Erdfabrik und in die extraterrestrischen Räume nimmt die Evidenz zu, dass der Mensch nach allen Seiten überragt wird von monströsen Äußerlichkeiten, die ihn mit Sternen, Kälte und außermenschlicher Komplexität anhauchen. Diesen Provokationen durch das Außen ist die alte Natur des Homo sapiens nicht gewachsen. Durch Forschung und Bewusstwerdung
ist der Mensch zum Idioten des Kosmos geworden. Er hat sich selbst ins Exil geschickt und sich aus seiner unvordenklichen Geborgenheit in selbstgesponnenen Illusionsblasen ausgebürgert ins Sinnlose, ins Unbezügliche und Selbstläufige. Mit Hilfe seiner unnachgiebig weitersuchenden Intelligenz hat das offene Tier das Dach seines alten Hauses von innen her abgerissen. An der Moderne teilhaben bedeutet evolutionär gewachsene Immunsysteme aufs Spiel setzen. Seit der englische Physiker Kosmograph Thomas Diggs in den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts den Nachweis führte, dass die 2000-jährige Doktrin von den Himmelsschalen sowohl physikalisch haltlos als auch denkökonomisch überflüssig sei, mussten sich die Bürger der Neuzeit in eine Lage finden, die ihnen zugleich mit der Illusion von der Zentralposition ihrer Heimat im Weltall auch die tröstliche Imagination nahm, die Erde sei von sphärischen Gewölben wie von wärmenden himmlischen Mänteln umhüllt. Seither hatten Neuzeitmenschen es zu lernen, wie man es sich anstellt, als Kern ohne Schale zu existieren. Pascals frommes und aufmerksames Wort, das ewige Schweigen der unendlichen Räume versetzt mich in Schrecken, spricht das intime Bekenntnis der Epoche aus. Seit die Zeiten im präzisen Sinne neue wurden, bedeutet in der Welt sein, sich an die Erdrinde klammern müssen und zur Schwerkraft beten, jenseits von Schoß und Schale. Es kann kein bloßer Zufall sein. Seit den 90er Jahren des 15. Jahrhunderts bauen und betrachten die Europäer, die spüren, worum es geht, wie Besessene eines undefinierten Kultes, kugelgestaltige Erdbilder, Globen, als wollten sie sich durch den Anblick dieser Fetische darüber trösten, dass für sie alle Zeiten, dass sie für alle Zeiten nur noch auf einer Kugel, aber nicht mehr in einer Kugel würden existieren können. Wir werden zeigen, dass alles, was heute Globalisierung heißt, vom Spiel mit dieser exzentrischen Kugel herkommt. Friedrich Nietzsche, der Meisterformulierer jener Wahrheiten, mit denen man nicht leben kann, doch die zu ignorieren der intellektuellen Redlichkeit zuwider wäre, hat schließlich artikuliert, was die Welt im Ganzen für den modernen Unternehmer aus Einsicht hat werden müssen: ein Tor zu 1000 Wüsten, leer und kalt. In der Neuzeit leben heißt, den Preis für Schalenlosigkeit entrichten. Der geschälte Mensch agiert seine epochale Psychose aus, indem er auf äußere Erkaltung mit Wärmetechniken und Klimapolitiken antwortet oder mit Klimatechnik und Wärmepolitik. Aber nachdem Gottes schillernde Blasen, die kosmischen Schalen, geplatzt sind, wer wäre imstande, prothetische Hüllen um die Bloßgestellten zu schaffen? Gegen den kosmischen Frost, der durch die aufgerissenen Fenster der Aufklärung in die Humansphäre dringt, setzt die neuzeitliche Menschheit einen gewollten Treibhauseffekt. Sie unternimmt die Anstrengung, ihre Hüllenlosigkeit im Raum nach dem Zerbrechen der himmlischen Gefäße durch eine zivilisatorische Kunstwelt zu kompensieren. Dies ist der letzte Horizont des euroamerikanischen Technik-Titanismus. Die Neuzeit erscheint in dieser Sicht als das Weltalter eines Schwurs, den eine Verzweiflung tat, die zur Offensive überging, dass ein umfassender Gattungshausbau und eine globale Erwärmungspolitik gelingen müsse angesichts des offenen, kalten, schweigenden Himmels. Es sind vor allem die unternehmerischen Nationen der ersten Welt, die ihre erworbene psychokosmologische Unruhe in offensiven Konstruktivismus übersetzt haben. Sie schirmen sich ab gegen den Schrecken des Bodenlosen, des ins Unendliche erweiterten Raums durch die zugleich utopische und pragmatische Errichtung eines Weltglashauses, das ihnen modernes Wohnen im Offenen gewähren soll. Darum wird schließlich, je mehr der Prozess der Globalisierung voranschreitet, der Blick der Menschen zum Himmel bei Tag wie bei Nacht immer gleichgültiger und zerstreuter. Ja, es ist beinahe zu einem Kriterium für Naivität geworden, sich noch mit existenziellem Pathos für kosmologische Fragen zu interessieren. Dem Geist fortgeschrittener Verhältnisse gemäß hingegen ist die Gewissheit, am sogenannten Himmel nichts mehr zu suchen zu haben. Denn nicht die Kosmologie sagt den Menschen heute, woran sie sind, sondern die allgemeine Theorie der Immunsysteme oder umfassender gesprochen der sekuritären Systeme.
Es macht die Besonderheit der Neuzeit aus, dass nach der Wende zur kopernikanischen Welt das Immunsystem Himmel mit einem Mal zu nichts mehr zu gebrauchen war. Die Moderne charakterisiert sich dadurch, dass sie ihre Immunitäten technisch produziert und ihre Sicherheitsstrukturen zunehmend aus den traditionellen theologischen und kosmologischen Dichtungen ausgliedert. Die großtechnische Zivilisation, der Wohlfahrtsstaat, der Weltmarkt, die Mediasphäre, all diese Großprojekte zielen in schalenloser Zeit auf die Nachahmung der unmöglich gewordenen imaginären Sphärensicherheit. Nun sollen Netze und Versicherungspolicen an die Stelle der himmlischen Schalen treten. Die Telekommunikation muss das Umgreifende nachspielen. In einer elektronischen Medienhaut will sich der Menschheitskörper eine neue Immunverfassung schaffen. Weil das Alte, Allumfassende und Enthaltende, das himmlische Kontinenzgewölbe, unwiderruflich verloren ist, muss das nicht mehr Umfasste, nicht mehr Enthaltene, das einstige Contentum, seine Zufriedenheit auf künstlichen Kontinenten unter künstlichen Himmeln und Kuppeln selber erzeugen. Auf die Frage, wo sind wir, wenn wir in der Welt sind, ist eine kompetente zeitgenössische Antwort möglich, bei der auch der Blick nach außen von Nutzen ist. Wir sind in einem Außen, das Innenwelten trägt. Mit der These vom Prius des Außen vor Augen brauchen wir keine naiven Nachforschungen über die Stellung des Menschen im Kosmos mehr anzustellen. Es ist zu spät, uns an einen Platz unter himmlischen Schalen zurückzuträumen, in deren Inneren häusliche Ordnungsgefühle gestattet wären. Die Geborgenheit im größten Kreis ist für die Wissenden zerstört und mit ihr der alte, wohnliche, immunisierende Kosmos selbst. Wer noch immer nach außen und oben schauen wollte, geriete in eine Menschenleere und Erdferne, für die es keine relevante Grenze gibt. Auch im materiell Kleinsten haben sich Komplexitäten enthüllt, bei denen wir, die Ausgeschlossenen, die Entfernten sind. Und darum ist die Erkundigung nach unserem Wo sinnvoller denn je, denn sie richtet sich auf den Ort, den Menschen erzeugen, um zu haben, worin sie vorkommen können als die, die sie sind. Dieser Ort trägt hier einer altehrwürdigen Überlieferung eingedenk den Namen Sphäre. Die Sphäre ist das Innenhafte, Erschlossene, Geteilte, Rund, das Menschen bewohnen, sofern es ihnen gelingt, Menschen zu werden. Weil Wohnen immer schon Sphären bilden heißt, im Kleinen wie im Großen, sind die Menschen die Wesen, die Rundwelten aufstellen und in Horizonte ausschauen. In Sphärenleben heißt, die Dimension erzeugen, in der Menschen enthalten sein können. Sphären sind immunsystemisch wirksame Raumschöpfungen für ekstatische Wesen, an denen das Außen arbeitet. Nach dem Ablauf des 20. Jahrhunderts dämmert die Erkenntnis, dass es ein Fehler war, den Begriff Revolution ins Zentrum seiner Deutung zu stellen, so wie es ein Irrweg war, die extremistischen Denkweisen jener Zeit als die Widerspiegelungen von revolutionären Geschehnissen an der sozialen Basis zu verstehen. Noch immer gewährt man den Selbstmystifikationen der Epochenakteure komplizenhaft Kredit. Wer vor und nach 1917 von Revolutionen sprach, politischen oder kulturellen, ließ sich fast immer von einer unklaren Bewegungsmetapher zum Narren halten. Die Stärke des Jahrhunderts lag ja zu keiner Zeit im Umwälzen. Nirgendwo tauschten oben und unten die Plätze. Nichts, was auf dem Kopf stand, wurde auf die Füße gestellt. Vergeblich würde man nach einem Beleg suchen, dass die Letzten irgendwo die Ersten wurden. Nichts wurde umgewälzt, nichts im Kreise gedreht. Hingegen wurden allenthalben Hintergrundhaftes in den Vordergrund gebracht. An zahllosen Fronten wurde Latentes in die Manifestation gefördert.
was sich durch invasive Hypothesen, Eingriffe, Tiefenbohrungen erschließen ließ, kam in die Tanks, in die gedruckten Texte, in die Geschäftsbilanzen. Der Mittelgrund wurde verbreitert, die repräsentativen Funktionen vermehrten sich, Gerichte wurden umbesetzt, Verwaltungen erweitert, die Angriffspunkte für Handlungen, Produktionen, Publikationen proliferierten, neue Ämter schossen aus dem Boden, die Zahl der Karrierechancen multiplizierte sich um den Faktor 1000. Und etwas von alledem klingt in Paul Valéry's maliziöser These mit, die Franzosen und eo ipso die Modernen hätten aus der Revolution eine Routine gemacht. Der wahre und wirkliche Grundbegriff der Moderne lautet nicht Revolution, sondern Explikation. Explikation ist der wahre Name des Werdens für unsere Zeit, den man durch die herkömmlichen Modi des Werdens, durch Drift, durch Nachahmung, durch Katastrophe oder kreative Rekombination nachordnen oder zur Seite stellen kann. Gilles Deleuze artikulierte einen verwandten Gedanken, als er den Ereignistyp Revolution auf das molekulare Niveau zu versetzen versuchte, um den Ambivalenzen des Handelns in der Masse zu entgehen. Nicht die voluminöse Umwälzung zählt, sondern das Fließen, das diskrete Weitergehen in den nächsten Zustand, die anhaltende Flucht aus dem Status quo. Im molekularen Bereich kommt es allein auf kleine und kleinste Manöver an und alles Neue, das weiterführt, ist operativ. Die Sichtbarkeit der wirklichen Innovation geht auf den Explikationseffekt zurück. Was dann als eine Revolution ausgelobt wird, ist in der Regel nur noch der Lärm, der aufkommt, wenn das Ereignis vorüber ist. Das gegenwärtige Zeitalter wälzt die Dinge, die Zustände, die Themen nicht um. Es entfaltet sie, es zieht sie nach vorne, es legt sie in die Fläche auseinander, es setzt sie unter Manifestationszwang, es buchstabiert sie analytisch neu und baut sie in synthetische Routinen ein. Es macht aus Vermutungen Operationen. Es gibt konfusen Ausdrucksspannungen exakte Methoden in die Hand. Es übersetzt Träume in Gebrauchsanleitungen. Es bewaffnet das Ressentiment. Es lässt die Liebe auf zahllosen, neu erfundenen Instrumenten spielen. Es will über Hintergründiges, Eingefaltetes, vormals Unverfügbares und Entzogenes alles wissen. Jedenfalls so viel, um es für neue Vordergrundhandlungen, für Ausfaltungen und Aufspaltungen, für Eingriffe und Umformungen zur Verfügung zu stellen. Es übersetzt das Monströse ins Alltägliche. Es erfindet Verfahren, um Unerhörtes ins Register des Realen einzubauen. Es schafft die Tasten, die den Benutzern leichten Zugriff auf bisher Unmögliches erlaubten. Es sagt den Seinen, Ohnmacht gibt es nicht. Was du nicht kannst, das kannst du lernen. Zu Recht heißt es das technische Zeitalter. Mit der spekulativen Erweiterung des Konzepts Immunität habe ich einen Hintergrund gewonnen, vor dem sich die von Sigmund Freud in die Welt gesetzte Legende von den drei Kränkungen der neuzeitlichen Menschheit durch die Wissenschaften kritisch widerlesen lässt. Wie man weiß, waren Freud und seine Mitstreiter in den Gründungsjahren der psychoanalytischen Bewegung über die vermeintlich widerwillige Aufnahme ihrer Doktrinen bei der Fachwelt wie beim allgemeinen Publikum stark irritiert. Während man aus historischer Distanz eher geneigt ist, die rasche Ausbreitung der Psychoanalyse als ein Erfolgsphänomen zu betrachten, das in der Wissenschafts- und Kulturgeschichte kaum seinesgleichen hat, standen Freud selbst und die erste Generation seiner Schüler unter dem Eindruck einer massiven Welle von Unverständnis, Ablehnung und Gleichgültigkeit zu begegnen. Sie sannen über Methoden nach, die vorgeblichen Widerstände gegen die Psychoanalyse als zusätzliches Argument für die Wahrheit ihrer Veröffentlichung zu präsentieren. Im Jahr 1917 verfasste Freud einen folgenreichen kleinen Aufsatz unter dem Titel »Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse«, indem er die angebliche Weigerung der Öffentlichkeit, seine Theorie der Neurose zu akzeptieren, als ein Phänomen des narzisstischen Widerstands gegen kränkende Erkenntnisse interpretierte. Diese Einlassungen
Wären ohne Zweifel wie zahlreiche andere inferiore Gelehrten Querelen vergessen worden? Wären sie nicht in eine ingeniöse kleine Theorie eingebettet gewesen, in der die Geschichte der neueren Wissenschaften insgesamt als ein Prozess fortschreitender Kränkungen gedeutet wurde? Hier wurde das von Nietzsche entdeckte Motiv vom Nachteil der Analyse für das Leben in eine Kurzgeschichte der Neuzeit übersetzt. Mit großem Vereinfachungstalent fingierte Freud ein Modell zunehmender Benachteiligung des menschlichen Selbstgefühls durch die wachsende Einsicht. Eine Art Drei-Stadien-Theorie des Kränkungsfortschritts. Zuerst habe Kopernikus dem kosmologischen Narzissmus der Menschheit einen unverwindbaren Schlag versetzt, als er den Beweis für das heliozentrische Weltbild erbrachte und damit die Heimat des Menschen, die Erde, aus dem Mittelpunkt des Universums rückte. Und danach habe Darwin der menschlichen Überhebung über die Tierwelt ein Ende bereitet, als er durch seine Deszendenztheorie den Menschen in die Tierreihe zurückplatzierte und ihm die Verwandtschaft mit den Großaffen zumutete. Und zuletzt habe die Psychoanalyse die dritte und die empfindlichste Kränkung hervorgerufen, indem sie den Beweis antrat für die These, dass das sexuelle Triebleben in uns nie voll zu bändigen sei und die maßgeblichen seelischen Vorgänge in der Hauptsache unbewusst abliefen, woraus sich zwingend der Schluss ergebe, dass ich sei nicht mehr Herr im eigenen Hause. Der künstliche Mythos ist nicht ohne Finesse konstruiert, zum einen, weil er den nicht genannten Namen Freuds in die Sukzession der Autoritäten Kopernikus und Darwin rückt, und zum anderen, weil er so etwas wie eine Teleologie im Prozess der Kränkungen vermuten lässt, insofern die Reihe vom Kosmologischen über das Biologische zum Psychologischen eine zunehmende Subjektivierung vorgibt. Der Begriff Kränkung nimmt in dieser Geschichte eine immer intimer werdende kognitive Färbung an. Er verweist auf eine intellektuelle Entwicklung, in der sich der neugierige und für Wahrheit offene Mensch mehr und mehr als derjenige herausstellt, der sich einen wachsenden Nachteil, er selbst zu sein, einhandelt. Er büßt seine Aufklärung mit schweren Schäden an seinem kognitiven Immunfeld ab. Der Preis der Aufklärung über die Lage und Funktion des Menschen in der Evolution, so scheint Freund im Anschluss an Nietzsche sagen zu wollen, ist die Vertreibung aus den narzisstisch-illusionären Paradiesen. Wie gesagt, die Welt ein Tor zu tausend Wüsten, leer und kalt. Bemerkenswert ist, dass solche Aussichten den kühnen Psychologen nicht zu dem Schluss bringen, von seinem Unternehmen abzulassen. Wie sein Zeitgenosse Max Weber hält Freud an der maßvoll heroischen Auffassung fest, dass Menschen, die an der Weltentzauberung durch Wissenschaft beteiligt sind, sich ihrer unumgänglichen Ernüchterung gewachsen zeigen müssen. Aus seinem stoischen Willen zur Nüchternheit leitet er das Recht, ja die Pflicht, zu einem gewissen publizistischen Sadismus ab. Er ist offenbar stolz auf seine Fähigkeit, sich früher als andere den historisch fälligen Kränkungen auszusetzen, um diese an ein Publikum von erst noch zu Kränkenden weiterzugeben. Und dieser Stolz lässt ahnen, dass seine Träger sich versprechen, dennoch ein gutes Geschäft zu machen. Denn wer Kränkungen antizipiert und publiziert, kann aus der allgemeinen Ernüchterung als relativer Gewinner hervorgehen. Aus dem Nachteil des Erkennenden, der zu sein, der er ist, zieht der Publizist der Entzauberung den Vorteil, den anderen vorauszueilen und ihnen Unwillkommenes auf den Kopf zuzusagen. Und bei solcher Darstellung erweist sich Aufklärung als ein böses Spiel. Denn soweit sie als Kränkungsgeschichte fortschreiten muss, wäre sie der Versuch, den Retrovirus des Wissens in die narzisstischen Immunsysteme einer noch in Illusionen geborgenen Gruppe einzuimpfen, damit er diese von innen her dekonstruiert. Der Aufklärer ist der Freund, der meine Illusion nicht gerettet hat. Wenn von einem latenten Sadismus der wissenschaftlichen Kränkungspublizistik die Rede war, sollte sichergestellt werden, dass dies nur in den engen Grenzen als Argument zur Person verstanden werden darf. Moral und Charakter von Individuen wie Darwin und Freud spielen für das Verständnis des Prozesses, den sie vorantreiben, eine untergeordnete Rolle.
Die Großmeister der narzissmusstörenden Forschung sind nur Teilnehmer an einem epochalen kognitiven Projekt, das sich mit der Gewalt des Unumgänglichen durch sie hindurch exekutiert. Das zeigt sich vor allem daran, dass der von Freud zu seinen Gunsten stilisierte Vorgang nicht bei der psychoanalytischen Aufklärung zum Stehen kam. Man kann mit guten Gründen der Meinung sein, dass die wissenschaftlichen Kränkungen des anthropologischen Narzissmus bis hin zu Freud letztlich nur rhetorischer Art gewesen sind und dass die Hardcore-Phase der Ernüchterungsgeschichte erst jenseits der Freudschen dritten Kränkung begonnen hat. Tatsächlich wirken heute die freudianisch gebildeten Psychologen neben den Vertretern der Grundlagenforschung wie eine Schola von schönen Seelen. Der Kognitionsbiologe Günther Vollmer hat die Wissenschaftsgeschichte der vergangenen 50 Jahre als eine Sturmflut aus sich ständig beschleunigenden Kränkungswellen beschrieben, von deren Wucht auch die letzten Reste des altmenschlichen, religiös oder metaphysisch kodierten Gattungsnarzissmus weggerissen worden sind. Nach Vollmer geht die vierte Kränkung auf das Konto der Humanethologie, also jener Wissenschaft, die nicht nur die menschliche Physis, sondern darüber hinaus auch das menschliche Kulturverhalten in die stammesgeschichtliche Kontinuität mit Entwicklungen im Tierreich einzuschreiben versucht. Eine fünfte löst nach ihm die evolutionäre Erkenntnistheorie aus. Sie reicht bis an das Herz des rationalistischen Narzissmus, der zu der Einsicht gezwungen wird, dass der menschliche Erkenntnisapparat soeben ausreicht, die kognitive Nische, die Homo sapiens bewohnt, die mesokosmische Erscheinungswelt in manchen Aspekten als erschlossenen Raum zu beleuchten. Hingegen taugt er in den ungeheuren, weiten mikro- und makrokosmischer Realität nur zum Nachtwandeln. Der Mensch bleibt in dieser Sicht zwar immer noch ein logisches Ausnahmetier, er ist aber nur der Maulwurf des Universums, der sich in einem engen kognitiven Tunnel vorwärts gräbt. Diese epistemologische Kränkung greift tiefste Schichten unseres unvordenklichen kognitiven Optimismus an und versetzt dem intellektuellen Urvertrauen in die ontologische Adäquationskraft unseres Erkenntnisapparats einen vernichtenden Schlag. Und schon im nächsten Augenblick müssen wir uns bereit machen, den Angriff der sechsten Welle hinzunehmen, der die umstrittene Soziobiologie führt. Sie zertrümmert, zumindest dem Selbstverständnis ihrer Urheber nach, die schmeichelhafte Selbsttäuschung des Menschen, er könne sein Verhalten in holistischen, altruistischen, idealistischen und desinteressierten Motiven fundieren. Auf dem Grund allen Verhaltens entdeckt die Soziobiologie einen gegen Individual- und Speziesinteressen gleichgültigen Egoismus der Gene. Im Mittelpunkt des Welttheaters stünden demnach weder Arten noch Einzelne, beide wären nur Masken und Mittel einer vormenschlichen Zentralkraft, die sich als Wille zur Macht des Gens bestimmen ließe. In moralphilosophischer Sicht würde so, treffen diese Annahmen zu, ein Jahrhundert, ein Jahrtausend der Wölfe eingeläutet und jener Egoismus, der in allen Hochkulturen als Inbegriff des Bösen bekämpft wurde, bekäme mit einem Mal eine wissenschaftliche Sanktion. Die Gene wären gleichsam rücksichtslose Götter, die in souveräner Blindheit ihre Ziele verfolgen. An siebenter Stelle folgt in Vollmers Szenario die Computerkränkung. Sie hat im Wesentlichen zwei Gesichter, ein anthropologisches, das den Menschen als sein maschinelles Double anblickt und ihn mit Nachäffungen beschämt, und ein medienhistorisches, das den bisherigen Menschen, sofern er ein merkfähiges, sprechendes, schreibendes Kulturtier war, deklassiert und ihm das Bewusstsein davon aufzwingt, wie antiquiert und unzulänglich er in diesen Belangen künftig dasteht. Aber damit ist nur die Serie der bereits vollzogenen Kränkungen ausgeschrieben und es steht fest, dass die Skala der Blamagen für den anthropologischen Narzissmus nach oben offen ist. Schon kündigen sich zwei weitere unheimliche Gäste an, die versprechen, den Gastgeber Mensch endgültig aus dem eigenen Haus zu werfen. Zum einen die ökologische Kränkung, die sich anschickt zu beweisen, dass Menschen heißer Kulturen komplexe Umweltsysteme langfristig nur missdeuten und zerstören, aber weder verstehen noch schonen können. Und schließlich eine neurobiologische Kränkung, die von der Allianz zwischen Genetik, Bionik und Robotik ausgehen wird und die es in Kürze dahin bringt,
dass die intimsten, selbsthaften Manifestationen der menschlichen Existenz wie Liebe, Kreativität, Willensfreiheit und dergleichen in einem von Irrlichtern übersäten Sumpf aus reflexiven Technologien, Therapien und Machtspielen untergehen. Diese makabre Liste gibt zumindest zwei Dinge zu erkennen. Man kann an ihr einerseits einen unpersönlichen Megatrend ablesen, der jenseits von Ablehnung und Zustimmung sich mit einer Unwiderstehlichkeit vollzieht, die man in anderen Zeiten als schicksalhaft bezeichnet hätte. In diesem Trend setzt sich das scientistische Motiv unter seiner dreifachen Erscheinung als Naturalismus, als Mechanizismus, als Konstruktivismus in plötzlichen Schüben über einer konstanten Strömung nachhaltig durch. Die Liste der Kränkungen lässt andererseits deutlich werden, dass es bei jeder Kränkungswelle zu einer klaren Asymmetrie zwischen aktiv und passiv kommt. Weil Aufklärung von der Avantgarde zur Nachhut hin verläuft, Rosenstock Hüssi, der große Religionsphilosoph und Sprachkritiker, sagt, die Menschheit marschiert im Keil, gibt es zwischen den Absendern und den Empfängern der jeweiligen Kränkung ein prägnantes Gefälle. Offenkundig hat der Produzent der Kränkung eine privilegierte Chance, den narzisstischen Nachteil, den er veröffentlicht, durch einen Gewinn an Publikationsnarzissmus zu kompensieren, sodass der Publizierer sich ipso facto regeneriert, indessen alle Risiken sich beim Konsumenten sammeln. Dieser bleibt mit der Zumutung zurück, den neuen Stand der Dinge als bloßer Patient auf sich wirken zu lassen, es sei denn, er entdeckte ein Verfahren, die bittere Pille seinerseits weiterzuverkaufen. Wer nicht als Erfinder oder als Zwischenträger einer Kränkung, das heißt als Aufklärer, auftreten kann, hat alle Aussichten, am breiten Fuß der Pyramide zu landen, wo sich die Endverbraucher der narzissmuszerstörenden Informationen sammeln, alleingelassen mit dem Nachteil, sie selbst zu sein. Die Wahrnehmung dieses Nachteils artikuliert sich typischerweise in Depressionen. Wer dekonstruktive Aufklärung nur rezipiert, ohne sie weiterverkaufen zu können, wird reiner Patient. Die Gesamtaktion hat den Charakter einer nihilistischen Kettenbriefaktion, bei der, wie bei allen Unternehmen dieser Art, die späteren Empfänger nur noch Verlierer sein können. Für diejenigen hingegen, die rechtzeitig zu Weitervermittlern von Kränkungen werden, bleibt das Unternehmen Aufklärung in narzissmusökonomischer Sicht ein Gewinnspiel, solange sie Wege finden, die kontemplative Illusion gegen operative oder kritische Macht zu tauschen. Dieser Tausch ist oder war psychodynamisch die Primärtransaktion der Aufklärung. Die Aufklärung ist in diesem Sinne selbstverständlich zu Ende. Das merken ja alle, die auf dem Markt tätig sind. Der Zeitgeist hat wieder auf Religion zurückgeschlagen und dies aus Gründen, über die heute und hier nicht zu reden ist. Die dogmengeschichtlich bewegte Oberfläche jenes Prozesses, den die Europäer seit Kopernikus durchlaufen haben, wird durch den Titel eines bedeutenden Buches von Alexandre Coiré programmatisch zusammengefasst, von der geschlossenen Welt zum unendlichen Universum. Was dieser Weltbildwandel unter systemischen Gesichtspunkten, unter immunologischen Gesichtspunkten oder sphärologischen Gesichtspunkten angeht, so ist dergleichen bisher nie versucht worden. Und die lakonischen Andeutungen in diese Richtungen, die ich hier geben möchte, können eine umfassende Diskursgeschichte dieser großen Wendung ins Außen noch in keiner Weise ersetzen. In einer solchen Untersuchung müsste das Projekt der Moderne als ein Großexperiment über die Bergung von Massengesellschaften in nicht-theologischen Immunstrukturen und Heilstechnologien verständlich gemacht werden. Wollte eine solche Darstellung ihrem Gegenstand im entscheidenden Punkt gerecht werden, so müsste sie die Machtübernahme des Außen
als das Grundgeschehen der von Heidegger apostrophierten Zeit des Weltbildes eigens herausarbeiten. Wie diese Revolution der äußeren Denkungsart sich mit den Globalisierungsprozessen der Neuzeit verbunden hat, will ich hier wenigstens im Umriss zur Andeutung bringen. Zu den prekären Nebenfolgen der geozentrischen Schalenkosmologie gehört, außer unüberwindlichen Komplikationen bei der empirischen Applikation des Modells, eine fundamentale, um nicht zu sagen ruinöse Ambivalenz bei der Bestimmung des menschlichen Orts und seines Ranges im Kosmos. Denn die Erde ins Zentrum setzen, so wie es die aristotelisch-ptolemäische Tradition 2000 Jahre lang getan hat, das ist nur dem ersten Anschein nach eine Konzession an den vorgeblichen kosmologischen Narzissmus ihrer menschlichen Bewohner. Der Umstand nämlich, dass mit der kopernikanischen Wende die Erde nach einer jahrtausendelangen Fixierung in der Mitte des Weltbilds zu guter Letzt doch dezentriert wurde, brachte für die Menschen keineswegs eine narzisstische Kränkung mit sich, wie Freud und seine Nachsprecher ohne Kenntnis der weltbildgeschichtlichen Verhältnisse suggerierten, sondern führte zu der längst überfälligen Befreiung von einer hartnäckigen und sinnlos gewordenen kosmologischen Beklemmung. Und darum fand der Heliozentrismus beim Publikum eine Resonanz, die überwiegend enthusiastisch zustimmend war, bei vielen auch gleichgültig, und wo er explizit verworfen wurde, wie in gewissen Kreisen des offiziellen römischen Katholizismus, dort eher deswegen, weil man die Mittelpunkterde brauchte. Man war nicht bereit, sie als Standort der Demut ohne weiteres aufzugeben. Man brauchte die Erde aber mehr noch deswegen, weil man in einer kopernikanischen Welt, mit der Erde, aus dem Zentrum gerückt, nicht mehr gewusst hätte, wo man die Hölle lokalisieren soll, ohne die das psychopolitische Regime, auch das psychokosmologische Regime des gegenreformatorischen Katholizismus, ja überhaupt das christliche Drei-Schichten-Weltbild mit Inferno, Erde und Überwelt nicht zu halten war. Vielen vernünftigen Zeitgenossen ging die Promotion der Erde unter die Sterne, die sich aus dem Buch des Kopernikus über die himmlischen Abläufe folgern ließ, sogar viel zu weit. Philipp Melanchthons Ausruf gegen die heliozentrischen Neuerer 6 Jahre nach dem Erscheinen von De Revolutionibus Orbium Celestium, das ist im Hauptwerk des Kopernikus, bezeichnet typisch die Verblüffung eines kritischen Lesers über eine so tollkühne Überbewertung der Erde. Melanchthon schreibt da ganz wie außer sich: Terram etiam inter sidera collocant. Was heißt, diese Verrückten stellen die Erde sogar unter die himmlischen Gestirne. Das freudianische Kränkungsmärchen ist also weltbildgeschichtlich leer und gehört ausschließlich zu den Selbstvermarktungsstrategien der psychoanalytischen Bewegung, mochte ihm auch Goethes großartig naive Bemerkung vorgearbeitet haben, die Weltbildrevolution habe die Menschen genötigt, auf das ungeheure Vorrecht Verzicht zu tun, der Mittelpunkt des Weltalls zu sein. Auch Goethe weiß nicht mehr, wie die mittelalterliche Weltbildkonstruktion eigentlich aufgebaut war. Bemerkenswert ist die kleine Fabulation gleichwohl, weil sie sich in nicht-freudischen Perspektiven produktiv weiterdenken lässt in Richtung auf eine allgemeine Ökologie der Kränkungen, die sich mit den sozialpsychologischen Nebenerfolgen von Theorieerfindungen und Technikeinführungen befasst. Tatsächlich erzeugt jede Innovation in der Neuzeit Verlierer, mit denen man reden muss. Und auch die Erfolge der Psychoanalyse und alle anderen Systeme des »Ich sehe etwas, was du nicht siehst«, wo werden sie erzielt, wenn nicht auf dem freien Markt der kränkenden Gefälle zwischen denen, die etwas Neues zu sehen behauptet, und den entsprechenden Blinden?
Was die Verletzung eines hypothetischen Menschheitsnarzissmus angeht, so hat sich eine solche, wenn von ihr überhaupt die Rede sein kann, nicht durch die kopernikanische Exzentrierung der Erde ereignet, sondern 2000 Jahre zuvor durch die aristotelische Zentrierung, die einen prekären, sehr prekären anthropologischen Nebensinn entwickelte. In Wahrheit war es ja die Mittelpunktstellung der Erde, die dieser und den Menschen auf ihr eine schicksalhafte ontotopologische Entwertung eingebracht hatte. Deren Gründe standen nur sehr wenigen Gebildeten offen, während das breite Volk im Mittelalter von dieser Herabstufung der Erde nur die atmosphärischen Konsequenzen zu spüren bekam. Es zahlte ein Weltalter lang den Preis für jene alles durchdringende Tal der Tränenrhetorik, die den christlichen Miserabilismus prägt und der seinerseits eine in kosmologischer Hinsicht völlig legitime Folgerung aus dem aristotelischen Weltmodell gewesen war. Wie es zu der unvermeidlich depressiven Auffassung von der Lage des Menschen im All hatte kommen können, war den Christen in der Regel unklar und wurde meist nur auf konfuse Weise irgendwie mit den Folgen der Erbsünde assoziiert. Eine solche Verknüpfung ist vielleicht anthropologisch und moralisch von Belang. Weltbildgeschichtlich zeichnet sie sich durch Blindheit aus, denn die Erbsünde kann für die Degradierung der Erde durch die antiken Philosophen und Kosmologen gar nichts. Die kosmologische Geringschätzung der Erde ist kein Eigentum der christlichen Lehre, geschweige denn deren typische Erfindung, sondern eine unausweichliche Folge aus der Idealisierung der Ätherperipherie in der aristotelischen Kosmographie. Wenn nämlich das vollendet Umgreifende oben zu finden ist, und das ist in dieser wunderbaren Substanz des Äthers gesetzt, dann liegt, so bizarr es klingen mag, die Mitte unweigerlich unten. Und eben dort ist die Erde mitsamt ihren sterblichen, irrtumsanfälligen, in Zweideutigkeit verlorenen Bewohnern angesiedelt. Sollte die Mitte in der kosmischen Kugel ein ausgezeichneter Ort sein, so wäre ihr Vorzug ein abgründig ironischer. Die Bewohner des Mittelpunkts dürften das negative Privileg genießen, am dunkelsten Ende des Ganzen zu residieren. Weil eben, wie gesehen, das Beste am oberen Rand liegen muss, sammelt sich das Schlechteste unausweichlich in der Mitte, die unten liegt. Wer also in diesem grandiosen Weltentwurf des Aristoteles nach der schwachen Stelle sucht, muss sich nur die Mühe machen, nach der durch ihre Mittelstellung vorgeblich privilegierten Erde Ausschau zu halten. Dieser vom Tod und Irrtum tingierte Planet ist das Miasma des Kosmos, der dunkle Fleck auf der hellen Weste des Himmels. Er ist gewissermaßen eine Art Favela des Kosmos, an dem nichts so gelingt, wie es in den rundlaufenden Bereichen des sphärischen Elements, das heißt des Äthers, gelingt. Allein die unterirdischen Teile der Erde können den Menschenort, die Erdoberfläche, an Lichtlosigkeit und Gott- oder Götterferne noch übertreffen, weshalb die Hades- und die Höllenregionen im schalen kosmologischen Weltbild tatsächlich als unter der Erdoberfläche liegend angenommen werden, im letzten Bodensatz und Abtritt des Alls. Das bringt der traurige Kosmopolitismus des Stoikers Aristippos auf den Begriff, wenn er erklärt, die Reise zum Hades sei von überall auf der Welt her gleich weit. Die innerste Mitte der Körperwelt ist das Herz der Dunkelheit und die Menschen sind seine gefährdeten Nachbarn. Nichts anderes hatte auch Dante noch in seinen Schreckensvisionen von der Hölle ins Bild und auf den Begriff gebracht. Wie Dante-Leser wissen, ist der christliche Kosmos infernozentrisch aufgebaut, weil das sozusagen im Zentrum des Weltalls die Erde steht, aber im Zentrum der Erde wiederum die Hölle. So wie die primitive Lebenswelt der sesshaften Völker unweigerlich sozusagen um einen verfluchten, um einen ausgegliederten Ort, die Latrine, sozusagen zentriert sein musste.
doch wie alle abendländischen Kosmologien eine bifokale Struktur aufnehmen, ein hohes Zentrum in Gott, ein infames Zentrum im Irdischen und Unterirdischen, so haben auch die Raumordnungen der sesshaften Zivilisationen im Agrarzeitalter dem Bifokalismus Tribut gezollt, mit der Dichotomie zwischen dem glänzenden Zentrum und einem miasmatischen Zentrum. Nimmt man von diesen topologischen Grundverhältnissen alteuropäischer Weltbildkonstruktion Kenntnis, so wird evident, dass die Rede von einer kopernikanischen Kränkung nur entweder ein Missverständnis oder eine Irreführung sein kann. Die Dante-Leser wissen überdies auch, dass wer eine Hölle konstruieren will, ein Urbanist werden muss, denn die Hölle ist sozusagen die erste Modellstadt, eine utopische Stadt in gewisser Weise. Und in ihrer innersten Mitte, am tiefsten Pol dieser Hölle, die keine Hitzehölle mehr ist, sondern eine Kältehölle, residiert der Fürst der Finsternis, der sozusagen durch seine wütende Negation der Schöpfung so viel Kälte und so viel Negativität erzeugt, dass es sozusagen für alle seine Anhänger auch noch reicht. Ja. Und er schlägt mit den Flügeln und erzeugt dadurch den Eiswind, der den Eissee am Boden der Hölle gefrieren macht. Und die Kälte ist so groß, dass seine eigenen Tränen schon im Auge gefrieren. Und dort, wo der Satan bis zur Hüfte eingefroren ist, in den Eissee am Boden des Inferno, dort ist der absolute Mittelpunkt der katholisch-polemäisch-aristotelischen Welt. Ja, wir sind in einem infernozentrischen Weltbild und die Menschen haben insofern nur Glück, dass sie nicht so tief rutschen müssen, wie ihnen von den Wegweisern ins Jenseits gezeigt wird. Es gibt dort eine große Gabelung, den Weg nach unten und den Weg nach oben. Hätten wir viel Zeit, würde ich gerne noch über eines meiner Lieblingsthemen referieren, nämlich über die Erfindung des Purgatoriums als sozusagen die größte Errungenschaft der europäischen Theologie, mit der die eigentliche Befreiung und übrigens der Start der europäischen Menschheit in die Geschichte begonnen hat. Die Erfindung des dritten Ortes, der Ort, an dem die harte Alternative zwischen Verdammnis und Erlösung aufgelöst worden ist in ein Zwischenreich, das zwar phänomenologisch Hölle zu sein scheint, aber das topologisch bereits eine Vorschule des Himmels darstellt. Und genau das ist ja das Merkmal dessen, was die Menschen machen oder erleben, wenn sie Geschichte machen, die ja auch immer in einer solchen Übergangsphase sich bewegen. Deswegen Voltaire nicht Unrecht hatte, als er einmal sagte, die Weltgeschichte sei nichts anderes als eine Fülle von Auszügen aus den Annalen des Teufels. Ich komme zum Schluss und trage noch einen längeren Aphorismus vor, der anschließt an den berühmten Aphorismus 125 aus der Fröhlichen Wissenschaft von Friedrich Nietzsche. Der tolle Mensch. Was an Nietzsches Parabel vom tollen Menschen, der den Tod Gottes verkündet, am meisten erstaunt, ist ihr peinlicher Anachronismus. Wer hätte es ohne den Beweis durch den Vorfall selbst für möglich gehalten, dass ein Denker an der Schwelle zum 20. Jahrhundert wegen der kopernikanisch- oder brunischen Hypothesen noch einmal eine hysterische Szene liefern würde? Nicht weniger als 350 Jahre vor der Fröhlichen Wissenschaft war das posthume Hauptwerk des Kopernikus über die Umwälzung der Himmelskörper erschienen. Wir schreiben das Jahr 1543. Und 300 Jahre waren vergangen, seit die ersten Angriffe der Naturphilosophen und Astronomen auf die altehrwürdige Vorstellung von der Fixsternsphäre und von dem Kristallhimmel als den äußersten Himmelsschalen vorgetragen worden waren. Man könnte versucht sein, anzunehmen, dass das kosmologische Denken in Nietzsches Zeiten längst zur Tagesordnung übergegangen sei und dass die große Reform vom geschlossenen Kosmos zum unendlichen Universum niemanden mehr persönlich erregen werde.
In der Tat, das 19. Jahrhundert erwartet im Allgemeinen vom physischen Himmel nicht mehr viel. Dessen unendliche Ausdehnung wird von den Gebildeten wie den Laien als eine Gegebenheit unter anderen hingenommen. Seit langem ist die Erinnerung an die Schalenzeit verblasst. Der Geozentrismus ist zu einer fernen Fabel geschrumpft. Die tausendjährigen Doktrinen von den Sphären werden nur noch als weltbildgeschichtliche Kuriosa, als Zeugnisse menschlicher Verblendbarkeit und als Mahnzeichen katholischer Ignoranzpolitik aufbewahrt. Der Bruch zwischen Religion und Physik ist offiziell unüberwindlich geworden und die Kirchen haben sich von den Gelüsten nach einem naturphilosophischen Lehramt demütig oder gedemütigt, um es genauer zu sagen, zurückgezogen. Was Blicke zum Himmel und an den Zeithorizont anbelangt, so lebt die aufgeklärte Welt in einem Infinitismus ohne Tränen, erfüllt vom Glauben an die untrübbare Konvergenz von Zukunft und Besserung. Das Morgen gehört den stärkeren Teleskopen und höheren Sozialleistungen, worüber also sich beklagen. Im Übrigen verschwinden im 19. Jahrhundert auch von den Schreibtischen und den Bibliotheken der hohen Herren der alten Welt die Himmelsgloben, die von den Tagen des Mercator und anderer heroischer Kosmographen und Globographen an unvermeidlich immer als Paare aufgetreten waren. Etwa um die Zeit von Hegels Tod geht die Globenproduktion fast ausschließlich auf die Herstellung von Erdgloben über und nur noch in einigen seltenen Ausnahmefällen werden auch Himmelsgloben weiterhin dargestellt. Das Wissen von den Sternbildern geht auch weitgehend verloren. In diese gut eingespielten optimistischen Routinen, die von kosmologischer Erwachsenheit zu zeugen scheinen, platzt der tolle Mensch der fröhlichen Wissenschaft hinein und macht den Zeitgenossen eine unerwartete gotische Szene. Nietzsche hat die Figur des Mannes aus der Tonne, den Erzkyniker Diogenes von Sinope, aus seinem sarkastischen Asyl heraufgeholt, um ihn, wieder mit seiner Laterne ausgerüstet, über einen neuzeitlichen Marktplatz laufen zu lassen, diesmal nach etwas anderem als nach Menschen suchend. Aus dem rasend gewordenen Sokrates der Alten ist durch eine Metamorphose, zu der Platonismus und Christentum das ihre beigetragen haben, ein exaltierter Bettelmönch hervorgegangen, ein Bußprediger der ungewöhnlichen Art, ein Ankläger, der seine Hörer in eine frenetische, schuldhafte Nachdenklichkeit stürzen möchte. Ohne Zweifel ist er ein Verstörter, der in einsamen Übererregungen glüht und der, wie alle echten Wahnsinnigen, die Ungerührten in den Mitwahnsinn treiben möchte. Was könnte Menschen eher verrückt machen, als sie für etwas zu beschuldigen, was getan zu haben, sie sich beim besten Willen nicht erinnern können? Der tolle Mensch weiß, wo er angreifen muss. Mit der Hellsichtigkeit der authentisch Verrückten stürzt er sich in sein Mandat, die biederen Umherstehenden einer unermesslichen Untat zu bezichtigen. Wohin ist Gott, rief er, ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet, ihr und ich, wir alle sind seine Mörder. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Die Insanity dieser Intervention wird unter zwei Aspekten deutlich. Zum einen ist nicht ohne weiteres zu begreifen, wie die Menschen dazu kommen sollten, die Unsichtbarkeit Gottes mit einem Mal nicht durch dessen natürliche Verhülltheit zu erklären, sondern als eine Absenz, der ein Mordanschlag zugrunde liegt. Zum anderen ist nicht recht zu verstehen, wieso die mutmaßlichen Mörder nicht als Schuldige angeklagt, sondern als Trostbedürftige beklagt werden. Die wirre Szene lässt sich klären, indem man ihr mit einer Sinnvermutung im Geiste der verstehenden Psychiatrie begegnet. Vielleicht ist in der Botschaft des tollen Menschen ein Sinnkern verborgen, der sichtbar wird, sobald man sie als eine Zusammenziehung von verschiedenen mentalen Dramen auffasst, etwa als eine Amalgamierung zweier Szenen, von denen die erste in Golgatha und die zweite zu Frauenberg in Ostpreußen spielt, mit Christus als Opfer im ersten Fall, mit Kopernikus als Täter im zweiten. Wenn also der Verrückte seinen Ausruf »Gott ist tot« in die Welt setzt, so müsste er nicht nur, wie zu erwarten, imaginär am Fuß des Kreuzes von Golgatha stehen,
sondern er wäre zugleich ein Zeitgenosse der kopernikanisch-brunischen Revolution, und er spräche nicht so sehr über den Sohn Gottes, der am Kreuz den Geist aufgab, sondern mehr noch über den Gestaltgott des Abendlandes, die heilige äußerste Sphäre, das Himmelsgewölbe, der Kristallhimmel, der sich infolge der großen kosmologischen Wende des 16. Jahrhunderts in nichts aufgelöst hatte, wobei man die kreiskonservativen Reserven des Domherrn Kopernikus als mildernde Umstände ebenso würdigen darf wie Keplers Vorbehalte gegen die Idee eines unendlichen Universums. Sie wissen, dass Kopernikus sich nie dazu hat verstehen können, von der Autorität der Kreisgestalten abzuweichen. Das metaphysische Ansehen dieser Figur war so hoch, dass Kopernikus trotz evidenter mathematischer Widersinnigkeiten an der Doktrin von der Rundheit der Planetenbahnen festhielt. Und erst Kepler konnte, indem er seinen eigenen Kreisglauben geopfert hat, die richtige, nämlich die elliptische Umlaufform bestimmen. Der Verrückte bewegt sich demnach in einer inneren Szene, von der er überzeugt ist, sie müsse auch im Bewusstsein aller anderen Menschen Epoche machen. Er wäre Zeuge eines Gottesmordes geworden. Er hätte einen kosmologischen Karfreitag erlebt, auf den, anders als in den Evangelien, kein österlicher Umschwung mehr folgen würde. Gott ist tot, Gott bleibt tot. Zu dieser Lesung passt aber nicht die Äußerung, dass das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, unter unseren Messern verblutet sei. Mit dieser Wendung erscheinen die Gottesmörder nicht als eine Koalition aus Juden und Römern, die den Christus kreuzigen, sondern als Verschwörer, unter deren Stichen der göttliche Cäsar ums Leben kommt. Gleichgültig aber, ob die erste Szene an den Iden des März oder am Karfreitag spielt, von ihr leitet sich das Motiv der unbewussten oder vom Täter unbegriffenen Tat her. So wenig die Cäsarmörder, die glaubten, die Republik vor dem Diktator zu retten, wussten, was sie taten, so wenig war den Akteuren von Golgatha bewusst, in welcher Handlung sie als Handlanger herangezogen worden waren. Dass der tolle Mensch das evangelische Paradigma bei seinen Delirien nie aus den Augen verloren hat, zeigt sich im Weiteren an seiner pathetischen These, dass diese Tat Epoche machen werde und dass jeder, der nach uns geboren wird, um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte gehöre, wenn schon nicht post Christum Crucifixum, so doch post Spheram Occisam, nachdem die Kugel ermordet wurde. In jedem Fall handelt es sich bei diesem Auftritt um eine dunkle Karfreitagsparodie, denn die Verkündigung des tollen Menschen hat nicht den Sinn, die Wahrheit eines folgenden Sonntags vorzubereiten. Toll ist dieser Prophet ja nicht, weil er vom Tode Gottes spricht, sondern weil er von seiner Auferstehung nicht spricht. Wahnsinnig ist er, weil er sich dem Glauben hingibt, er könne mit seiner schlechten Nachricht die Rezeptionserfolge der Guten wiederholen. Gott ist tot. Dieser Satz enthält für Christen nichts Neues, wenn man bedenkt, dass sie ihn seit jeher in ihren Karsamstagsdepressionen meditiert haben. Mit dem Folgesatz jedoch Gott bleibt tot, meldet sich eine neue gegenösterliche Härte an, von der nicht zu erkennen ist, wie sie ins Leben der Hörer integriert werden könnte. Der Mann mit der Laterne ist ein Verrückter, weil er den Mitmenschen ein Problem aufdrängen möchte, von dem sie nicht wissen, wie sie sich anstellen sollen, um es als das ihre zu erleben. Sie sehen ja, zu ihrem Glück, noch nicht, was der Verrückte sieht, und solange sie es nicht sehen, ist ihnen, was sie selbst angeht, im Wesentlichen schon geholfen. Auf dem Grund seiner Exzentrik wirkt bei dem tollen Menschen also nicht Verwirrung, ihn treibt die unerträgliche Luzidität dessen, der die Fähigkeit verloren hat, an den gesund genannten Selbsttäuschungen der anderen teilzunehmen. Er ist verrückt durch ein zu viel an Sehkraft. Es gelingt ihm nicht mehr, sich und die Welt in Ordnung zu lügen. Er sieht mit allzu guten Augen das Besondere der neuen Lage. Und indem die neuen Kosmologen nach Kopernikus und Bruno die Planetenschalen und das Firmament zu Fall brachten, haben sie die Erde exzentrisch gemacht und sie einer kosmischen Haltlosigkeit überlassen, auf die kein Erdenbewohner gefasst war. Man muss gleichwohl Philosoph oder Theologe sein, um die Weltbildkatastrophe
als Debakel für das eigene mentale Immunsystem zu erleben. Denn außer Zweifel steht, dass Menschen ihrem evolutionären Design nach für erkältende Erkenntnisse dieses Typs nicht geschaffen sind. Aber die meisten erkälten sich auch an der neuen Erkenntnis nicht, weil sie ohne dies, selbst in der sogenannten Hochkultur, in kleineren, regionalen und häuslichen Immunitätsformaten denken und empfinden. Das heißt, die Menschen bleiben in der Regel eigentlich Familienwesen und werden nicht politisch und nicht kosmisch. An der Antwort auf die Frage, ob es ein Firmament gibt, Gläubigen, die Geistreichen, die Überreizten, stellt sich nach der Abschaffung der kosmischen Hülle auch in existenzieller Form die Frage, ob sie sich transformieren können in Wesen, die mit der neuen Wahrheit ihr Auskommen finden. Der tolle Mensch ist der gefährdete, der kosmologisch wache Einzelne in der Neuzeit, der sich als erster über die Situation der Erde keine Illusionen mehr machen kann. In seinen Übererregungen erlebt er das Geburtstrauma des ausgesetzten Planeten, als wäre es sein eigenes. Er spürt das Herausfallen der Erde aus den imaginären Hüllen, die sie während einer jahrtausendelangen Tragzeit im Inneren der göttlichen Totalität geborgen hatten. Er bezeugt ihren stürzenden Taumel rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten, als erlebte er ihn am eigenen Leibe. Er nimmt die Kälte des Draußenseins persönlich wahr, zusammen mit Nacht und mehr Nacht, mit zehrender Leere und mit dem Gefühl von Wüste und Irre. Er ist mit einem Wort nichts anderes als das hysterische Symptom der neuzeitlich entborgenen, schadenlosen, bloßgestellten Bildungsmenschheit. Er stellt die Einheit von Aufklärung und Panik unter Beweis. Er erlebt die Unverborgenheit als nackte Existenz, als herausgebrachtes Dasein außer Rand und Band und Hülle. Das anachronistische Moment am Auftritt des tollen Menschen erklärt sich unter anderem dadurch, dass erst in Nietzsches Tagen das Zeitalter der Hilfskonstruktionen gegen die äußere Leere auch für die Gebildeten zu Ende gegangen war. Die Wiederverzauberung des leeren Raumes als Gottes Ausdehnung in Newtons Theologie war schließlich am nackten Nihilismus der Gravitation gescheitert. Die Versuche der neuzeitlichen kosmischen Einbildungskraft, das Unermessliche mit einer bunten Weltenvielfalt zu garnieren, wurden zuletzt als literarische Schwärmereien abgetan. Und erst in Nietzsches Tagen sind, wie es scheint, alle aufklärerischen Gegengifte gegen die kosmische Verlorenheit durcherprobt oder als unwirksam verworfen. Von jetzt an muss die ontologische Immunschwäche der neuzeitlichen Subjekte mit neuen Methoden angegangen werden. Das große Wort vom Tode Gottes bedeutet so in seinem wahren Zusammenhang gebracht etwas ganz anderes, als die vulgären Lesungen aller Interessenparteien in es hineinzulegen gewohnt sind. Zu seinen eigenen Bedingungen begriffen handelt es vom Sinn des Verlusts der kosmischen Peripherie, vom Zusammenbruch des metaphysischen Immunsystems, das dem alteuropäischen Imaginären in seinem letzten Format Halt gegeben hatte. Es spricht von der Notwendigkeit, unter der alles künftige Leben stehen wird, sich Kraft seiner erfinderischen Selbsthilfe gegen die Urtatsache der Neuzeit, eine durch Aufklärung erworbene metaphysische Immunschwäche zu behaupten. Gott ist tot, das heißt in Wahrheit, die Kugel ist tot, der Haltekreis ist gesprengt, der Immunzauber der klassischen Ontotheologie ist wirkungslos geworden und unser Glaube an den Gott in der Höhe, ohne den bis gestern kein Haar vom Haupt eines Sterblichen fiel, ist kraftlos, gegenstandslos, heillos geworden. Denn die Höhe ist leer und der Rand hält die Welt nicht länger zusammen, das Bild ist aus dem göttlichen Rahmen gefallen. Und mit dem Bild müssen auch die Menschen ihrer Glaubensfassung entgleiten und existieren von da an nur noch wie im freien Fall. Die persönliche Verzauberung der Geometrie ist nach dem wissenschaftlichen Attentat auf den Bergungskreis erledigt. Immanent sind die Menschen nur noch dem Außen. Mit dieser Erschwerung muss jetzt gelebt werden. Aber wie kann das Außen die Immanenzform oder die Innenbleibe garantieren? Die geistreiche Zwischenlösung des 17. Jahrhunderts, den unendlichen Raum selbst zu vergöttlichen oder den unendlichen Gott zu verräumlichen,
ein Weg, den Denker wie Henry Moore und Malebranche beschritten hatten, vermochte zwar den Ausbruch der atheistischen Krise zu verzögern, aber nicht aufzuhalten. Im entzauberten Raum können die Einzelnen an den trivialsten Erkältungen, den alltäglichsten Kränkungen zugrunde gehen, wenn es ihnen nicht gelingt, sich in einer zweiten Immunität zu bergen, die ohne Rückhalt am transzendenten Rahmen aus eigenen Potenzialen zu mobilisieren wäre. Wenn die alte Religion das natürliche Amulett der ersten Gesundheit war, so wird eine nachkopernikanische Gesundheit sich höherer Amulette und komplexerer Immunkünste bedienen müssen. Und damit tritt ein objektiver Grund für die Ungleichzeitigkeiten im Mentalitätshaushalt moderner Gesellschaften und ihrer Nachbargesellschaften ans Licht, während die einen, wie durch ein Verzögerungswunder, noch an ein objektives, ordnendes Sein glauben können, haben die anderen schon begonnen zu verstehen, dass sie zu eigenen Konstruktionen von Ordnung verdammt sind. Die Theologen gehen, die Designer kommen. Zwischen beiden herrscht das Gesetz der Missverständnisse, das unvermeidlich die entzweit, die mit allzu verschiedenen Methoden dasselbe und eben doch nicht dasselbe Problem lösen sollen. Und darum bezeugt schon der Auftritt des tollen Menschen ganz nachdrücklich das Aufklaffen des Mentalitätsbruchs. Ich komme zu früh, sagte er dann. Ich bin noch nicht an der Zeit. Denn während die wenigen, die heute bereits an den Krankheiten von morgen leiden, die Erfindung einer zweiten Gesundheit auf ihre Tagesordnung gesetzt haben, leben die vielen noch, als wäre nichts geschehen, in erster Robustheit und vager Verstimmtheit vor sich hin, nicht selten in wütender Verständnislosigkeit gegen die Sorgen derer, die zum Operieren mit höheren Komplexitäten verurteilt sind. Aus der unvermeidlichen Reibung zwischen den beiden Immunitätsklassen entsteht das, was man in zeitdiagnostischer Hinsicht die Grundspannung der Moderne nennen muss, das Gegeneinander von Desillusionierungsoffensiven und Illusionsverteidigungen, Aufklärungswirtschaft, der freie Markt der Kränkungen und die freie Wahl des behandelnden Illusionisten. Der Krieg der Immunsysteme ist die Wirklichkeit des Wirklichen im Weltalter nach der Ermordung Gottes. Er wird geführt als tiefen Weltkrieg zwischen Naivität und Nicht-Naivität. Wer könnte behaupten, dass er die Fronten in diesem Kampfgeschehen überblickte? Eben weil vielerorts die Stellungen der alten symbolischen Immunsysteme kaum angegriffen überdauert haben, kann die Nachricht von einem angeblichen Tode Gottes wie eine äußere Information an ihnen abprallen. Was den tollen Menschen angeht, so ist er davon überzeugt, dass auch für die Naiven von heute einmal die Stunde geschlagen wird, in der ihre illusionsgestützte Immunität zerbricht. Das Licht der Gestirne braucht Zeit. Taten brauchen Zeit, auch nachdem sie getan sind, um gesehen und gehört zu werden. Diese Tat ist ihnen immer noch ferner als die fernsten Gestirne, und doch haben sie dieselbe getan. Es ist der Fluch des verrückten Menschen, schon zur Zeit der Tat zu wissen, was für die meisten erst in ferner Zukunft und lange danach zur inneren Erfahrung werden wird, dass es ein gemeinsam verübtes Verbrechen war, durch das der Gott oder das Immunsystem des Seins zerstört wurde, ein Verbrechen aus intellektuellem Übermut, eine Untat aus Folgerichtigkeit des Denkens, ein Neugierverbrechen, durch welches eine Wahrheit ans Licht gebracht wurde, mit der zu leben die Menschen zunächst und zumeist nicht geschaffen sind. Dass hier gleich zweifach an das Licht ferner Gestirne erinnert wird, geschieht nicht von ungefähr, denn der wahre Schauplatz des Gottesmordes, das ist kein anderer als die äußerste Schale des alten Ätherhimmels, die Fixsternsphäre, die unter den Messerstichern der Verschwörer Thomas Diggs, Giordano Bruno, Galilei, Descartes und zahlreicher anderer zusammengebrochen war. Für all diese klugen Täter gilt das Herrenwort, denn sie wissen nicht, was sie tun, da keinem von ihnen bewusst sein konnte, dass sie mit ihrer Annullierung des letzten bergenden Himmels
eine theologisch-immunologische Untat verübten, die zu beklagen der tolle Mensch noch Jahrhunderte später Ursache hat. In Nietzsches Sicht erscheint der Mord an Gott als eine Art von menschengemachter Klimakatastrophe. Der selbstläufig gewordene Gebrauch der menschlichen Verstandeskräfte hat eine atheistische Eiszeit ausgelöst, in der sich die Frage nach dem Wie des menschlichen Überlebens von Grund auf neu stellen musste. Dergleichen konnte nur geschehen, weil sich die europäischen Erkenntnispraktiken seit der Renaissance von den katholischen Bedingungen traditionellen Menschseins emanzipierten und sich als eine Größe eigenen Rechts etablieren wollten. Tatsächlich spricht Nietzsche in seinen streunenden und zuspitzenden Reflexionen der fröhlichen Wissenschaften nur wenige Zeilen vor der Parabel vom tollen Menschen dieses Geheimnis einer selbstschädigenden, gegen altmenschliche Bedürfnisse rücksichtslosen Aufklärung unverhohlen aus. Es ist etwas Neues in der Geschichte, dass die Erkenntnis mehr sein will als ein Mittel. So wäre für Nietzsche der Mensch nur Randbedingung und Medium eines übergreifenden Wahrheitsprozesses. Ist die Erkenntnis sich selbst zum Zweck geworden, so müsste der Mensch dafür bereit sein, sich als Mittel zu diesem überlegenen Ziel einzusetzen. In diesem Fall dürfte das Erkennen über menschliche Bedürfnisse und Bedingungen hinweggehen, ohne dass Menschen sich über unwillkommene Erkenntnisfolgen beklagen dürften. Wenn der erkennende Mensch Mittel ist für etwas, das über ihn hinausführt, so könnte seine Selbstgefährdung durch Zerstörung seiner alten Immunbedürfnisse ihn in eine schöpferische Krise stürzen, aus der er vielleicht als eine höhere Kreatur hervorgeht, jenseits der behütenden Illusionen der ersten Natur. Dieses große Wenn verwandelt alles Leben nach dem Tod der Kugel in ein Experiment des Erkennenden. Das Leben ist kein Argument. Unter den Bedingungen des Lebens könnte der Irrtum sein. Mit diesem gefährlichen Satz wird manifest, dass die Parabel vom tollen Menschen in erkenntniskritischer Hinsicht bezweckte. Der Auftritt des doppelt verrückten Sokrates dient dazu, der Mitwelt die Frage vorzulegen, wie der Mensch überlebt, nachdem seine bisherigen Bedingungen aufgehoben wurden. Wie ist der Mensch existenziell möglich, der sich selbst unter der Frage, wie bin ich systemisch möglich, reflektieren muss? Was ist das Leben nach seiner Selbsterleuchtung durch die Biologie? Was wird aus der Philosophie, wenn sie künftig als Liebe zum Wissen von den Unüberwindbaren im Immunschwächen des Menschen auftreten müsste? Ich ende hier mit einer Kaskade von Fragen. Ich deute an, in welche Richtung die Antwort gegeben wird. Ich habe in meinem jüngsten Buch den Versuch unternommen, dieses große Experiment der europäischen Menschheitsfraktion, nämlich einen sozusagen Wohlstandszusammenhang über einen ganzen Kontinent auszubreiten, mit der von Fjodor Dostojewski ursprünglich eingeführten Metapher des Kristallpalastes zu umschreiben versucht. Dostojewski hat bei seiner Europareise im Jahr 1862 die zweite Weltausstellung in London gesehen und dabei das Stichwort Kristallpalast mit aufgenommen, das dann in den Aufzeichnungen aus einem Souterrain wieder aufgenommen wird, als ein Votum des ersten Globalisierungsgegners, der erkannt hat, worauf die westliche Menschheit aus ist, nämlich das gesamte Leben in ein riesiges Interieur einzupacken, in dem sozusagen diese Geborgenheit, diese verlorene kosmische Geborgenheit ersetzt werden sollte durch eine sozusagen technisch-soziale Ersatzkonstruktion, für die immer noch dieses rätselhafte architektonische Symbol des Kristallpalastes eine große evokative Kraft besitzt. Aber hiervon zu sprechen, ist heute nicht der Ort und nicht die Zeit. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Abend.